Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wieder mal auf der Kornwelt unterwegs auf unserer 16-fach Karte. Wir sind bereits in Folge 199 und wir sehen, dass er hier fast voll ist. Das habe ich ihn abgewürgt irgendwie. Das heißt, ich werde ihn jetzt einfach stumpf mal eine Runde gleich überladen in unseren guten Road Train. Und dann können wir ihn ein Stückchen weiter da vorne hinstellen. So. Weil eine weitere 13.500er Ladung geht nicht rein, weil er nur 53.000 fasst. Also das Fassungsvermögen ist leider ärgerlich. 2.000 oder 1.500 Liter mehr, der wäre optimal gewesen für unsere Drescher. Wir hätten dann nämlich immer, weil 13.500 fassen die, immer vier Ladungen reingepasst wären. 54.000, ne, hätte er 55.000 gefasst, hätten immer noch ein bisschen Spiel gehabt. Ne, wie die paar Liter, die noch reinkommen, wenn er wieder anfährt oder so. Hätte echt was gehabt, aber man kann nicht alles haben. So, den ersten wird er jetzt schon mal gleich komplett voll machen und ein paar Liter über haben für den nächsten. Und dann fahren wir noch ein Stück mit ihm hinter dem Drescher wieder her. Mit dem Part dann schon wieder erledigt. Vielleicht auch ein paar Liter bleiben über. Hau die mal gleich raus. So. Das vor in die Richtung. Da hinten fährt der Drescher. Wie gesagt, ich mache jetzt hier noch kein Stroh, weil wir hier zu weit weg sind vom Hof. Wir lassen ihn erst ein bisschen machen. Das andere ist eine Fläche, die ist direkt auf vorm Hof und auch da, wo wir halt die Sachen dann direkt in unsere Verarbeitungstürme bringen können. Deswegen ist das so okay. So, der steht da und ich hoffe auch nicht im Weg fürs nächste Mal. Der freundliche Kollege hier, der grubbert noch wie wild, wie ihr seht, und wird dann hier noch ein bisschen rumfahren. Und dann werden wir hier die nächste Sämaschine anschmeißen. Das ist okay. Hier können wir nochmal drücken, dann wird er eh nicht voll machen, aber er haut immer schon noch ein paar Liter hinterher. Da war der Road Train. So, und ich würde sagen, hier geht's weiter, weil hier sind wir jetzt eine Runde am Mistschaufeln. So, falls ihr gerade ein bisschen Knirschen und Knatschen gehört habt, das war nur ich, der sich gerade die Sitzposition geändert hat. Also nichts bei denken. So, wir wollen jetzt einmal sehen, wie viel Mist wir zusammenkriegen hier. Wenn das hier mal, warum nimmt er das denn nicht auf? Oder doch, er hat. Aha. Das ist ein kleines bisschen höher. Eine Schaufel, damit ich wieder vernünftig lenken kann. Wow. Okay. Kann ich jetzt irgendwann mal zum Lenken wiederkommen? Wie hoch soll ich sie noch machen? Ich glaube, so ist sinnvoller. Aber mal gucken, ob wir den Rest hier rauskriegen. So. Den kleinen Haufen da noch. So, ja, das war natürlich jetzt nicht so die super über duper Menge. Das war halt einfach nur ein bisschen Mist halt. So, ganz hoch. Höher geht er nicht. Er kommt aber auf jeden Fall über die LKW-Kante hinaus. Keinen Spaß da jetzt reinmachen. Und wir fahren dann eben zum Misthaufen rüber. Von den Kühen. Gucken mal, wie viel da drin ist. So, oh, fast das Ding getroffen. Während der Fahrt nehmen wir das Ding natürlich lieber ein bisschen wieder runter. So, unser guter JCB. Hier knuspert er jetzt lang. So, Misthaufen von den Kühen. Den haben wir doch hier vorne irgendwo. Ja, da. Sieht gut aus. So, runter. Das ist auch mehr. Auf der anderen Seite. So. Müssen wir nur kurz einmal aussteigen hier. Wieder rüberlaufen und den LKW nachholen. Der stand hier. Da. Ja. Ja, bevor ich das mache, stelle ich gerade fest, müssen wir wieder mal den LKW leer machen. Den Drescher leer machen, sonst wird das nichts. Da steht er. Und das da vorne ist der nächstgelegene Überladewagen. Tata, so, reingehüpft, hingefahren. So sieht das Ganze aus. Ja, komm, Sprung hier. Nicht einschlafen hier dabei. Da, 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 da. So, er hat auch schon wieder über ein Viertel von seiner Raps. Von seiner Rapssaat schon wieder.
Aufs Feld gedrückt. So. Ah ja, der wird uns, glaube ich, nicht einholen. Er fährt hier seine ziehste Runde. Da ist irgendwann auch mal für den Schluss, wie ihr seht. Ich würde das noch einmal anfahren und ein paar Mal querfahren und dann ist er durch. Also so super viel ist das nicht für ihn hier mehr. Euer macht's ordentlich, ne, so halbwegs. Ah, da ist so ein minimaler Kleck nur über, wie ihr seht. Da wird er so viel überlassen. Ne, nicht mal. Er nimmt sogar mehr weg wie der Drescher. Das ist alles okay. So. Wo waren wir denn? Ne, bei dem nicht. Bei dem. Bei dem waren wir mit ein bisschen Mist und wollten jetzt im JCB und dem Misthaufen der Kühe fahren. Und dann geht das ganze Zeug hier nämlich in die die Düngeproduktion. So einfach ist das. Ja klar, fahren es gegen Zaun. Also so ein bisschen einmal halb ordentlich ranfahren, aber man kann nicht alles haben. So, aussteigen. In hier einsteigen. Ja, umdrehen. Hoch die Tassen. Ja, wackelt ganz schön. Das ist auch eine ziemlich große Schaufel, muss man zugestehen. Aber das Zeug hier mal rein. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel das jetzt hier insgesamt ist an Mist. Ich habe jetzt auch nicht geguckt. Wenn er voll ist, ist gut. Wenn er nicht voll ist, dann auch gut, ne? Hauptsache. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Wir hatten beim anderen, glaube ich, irgendwie 15.000 oder 16.000. Hier haben wir jetzt schon die zweite. Ja, das heißt, es wird sich auf jeden Fall lohnen, mit dem loszufahren. So, und rein damit. Bisschen am LKW gezogen, aber da muss er durch. JCB fehlt ein paar Zentimeter Höhe sonst. So, dann würde ich sagen, gehen wir hier ein bisschen ran von der Seite. Hier noch ein bisschen rüber. Noch mal eine volle hingekriegt. Also gehen jetzt bestimmt schon so Richtung. Wow, vorsichtig. Wir gehen jetzt bestimmt schon so Richtung 50.000, 60.000 Liter. Eigentlich müsste ich nur gucken in der Liste, waren wir denn stehen. 52% Mist. Okay. Die Schaufel hier zunehmen. 68% Mist, 75% geht rein. Also kam meine Schätzung so ungefähr hin. So, so mal gucken. Das hier sind jetzt wahrscheinlich nur Reste, schätze ich mal. Muss natürlich am besten jetzt die Höhe hinkriegen, dass wir hier auffegen sozusagen. Das kriegen wir. Es läuft auch anscheinend gerade. Ich glaube, ich habe die Höhe tatsächlich mal hingekriegt hier. Ja. So, das ist nicht mehr sonderlich viel gewesen, aber es ist leer und es ist Mist und die Produktion steht nicht. Ne? Das ist der wichtigste Punkt, weil die Düngemittelproduktion steht momentan komplett. So, damit ist sie weg. Gut, er kriegt hier seine Schaufel runter und wird hier schön neben unserem Häuschen geparkt. Da können die Jungs erstmal eine schöne Runde frühstücken, ne? Viertel vor acht. Also auf dem Bauern wollen wir frühstücken. So, 53.000 sind es geworden. Okay. Ich klappe den Spaß mal zu. So, Motor an. Wir machen schon mal den Kurs und zwar hoch zur Düngeproduktion. Den sind wir auch noch nie gefahren. Höchstens 30 Millionen Mal oder so. Los geht's. Ja, dann können wir natürlich auch mal gucken, wie es bei den Tieren sonst so aussieht. Ah, nicht so schnackelig fahren. So, und am ersten Wegpunkt beginnen, einstellen und du hältst am Ende an. Ja, er macht jetzt die Klappe auf und zu. Keiner weiß warum, aber er fühlt sich halt besser so. So, unser Drescher ist natürlich schon wieder voll. So schnell geht's. Müssen wir mal gucken von unseren Abfahrern, wer ist am dichtesten dran. Okay, ich glaube, die Fahrer hat sich beantwortet, weil er steht hier direkt vor. Das ist doch super. Steht ja, da vorne ist der Road Train und der andere steht auf der anderen Seite. Also das passt immer. Die geben sich den immer einmal hin und her hier jetzt so ziemlich.
Der wird jetzt drehen und in Richtung Road Train oder vielleicht ein Stück weiter noch kommen wieder Road Train und da übernimmt der andere ihn wieder. So kann man schön wechselweise das Ganze hier abpumpen lassen. Das ist doch schon mal gut. So, gut, ja. Der fährt dahin, die müssen wir dann gleich leer machen. Das ist schon mal gut. Unsere Seemaschine hat die Hälfte von ihrem Zeug schon durch. So simpel sieht das aus. Das ist auch gut. So, habe ich noch was vergessen? Ich glaube nicht. Bin ich echt da überlegen, ob wir, wenn er jetzt gleich hier vorne wendet, nicht vielleicht doch schon ein bisschen Stroh anmachen, dass die Produktion wenigstens schon anläuft. Ne? Ja, mir danke, ne? Was sagt ihr? Ihr wendet hier ja gleich. Wenigstens ein paar Bahnen dann hier machen. Ne? Hätte ja wenigstens was. Bitte ich. So. Wir lassen ihn jetzt drehen. Haben wir zwar ein bisschen Weg dahin zu fahren, aber naja. Wenigstens so ein oder zwei Bahnen. Könnte er vielleicht mal machen. Ne? Ich lasse ihn natürlich jetzt erst eben anfahren, weil ich will natürlich jetzt hier nicht mitten in seinem ganzen Wendeverhalten stören. So, jetzt können wir ihn hier mal entlassen. So. Jetzt mache ich mal die Hilfe an. So, man drückt jetzt Komma, das ist die Strohablage an- und ausschalten. Und stelle ihn wieder ein. Jetzt dürfte er weiterfahren. Und? Ja. Und das ist jetzt natürlich der Part. Da wird natürlich hier, da muss jetzt gegrubbert werden, aber da, wo jetzt hier nicht das Zeug liegt, nicht die Streu oder der Spreu oder wie auch immer ihr es nennen wollt, liegt, sondern wo wir jetzt hier Stroh aufnehmen, da muss er natürlich dann den Part nachdüngen. Ne? Also der äußere Streifen, der braucht nicht, aber hier nehmen wir jetzt erstmal eine Runde Stroh. So, da haben wir den passenden Kollegen. Der hat natürlich bis jetzt hier Gras gemacht. Der wird natürlich jetzt hier eine Runde einmal kurz drehen. So. Wenn wir den hier schön gegenrammen, das ist eine ganz tolle Idee, finde ich. Dann gehen wir mal auf das vordere Teil, so. Sagen, zusammenfalten. Runterlassen. Und ab damit. So, jetzt haben wir unseren Grasmäher weggenommen, weil er ist natürlich jetzt der Kollege, der hier den Strohpart aufnehmen muss. Ne? Das heißt, da werden wir jetzt schön mit dem Dolz dahin fahren. Dann können wir schon mal ein oder zwei Bahnen Stroh da machen. Wir hatten ja extra uns den guten großen Wagen gegönnt. Da sollte ein bisschen was reingehen. Allerdings ist es auch einige gute Bahnen. Alleine jetzt wird er ja schon ein bisschen was gemacht haben. Der Drescher ist schon wieder halb voll. Und wir müssen jetzt natürlich erstmal ganz hinten hinfahren. Und wenn wir da sind, ist er wahrscheinlich ganz voll. Dann machen wir ihn leer und fährt er auch schon wieder weiter. Müssen wir da tatsächlich da anfangen zu arbeiten, hat er wahrscheinlich schon zwei oder drei Bahnen Stroh gemacht. Dann müssen wir echt mal gucken, wie lange wir es auslassen. Das werden wir dann per Hand einfach mal eine Runde nachstreuen. Und dann werden wir nach dem Grubbern feststellen, dass das alles gedüngt ist. Also wir werden da nachstreuen per Hand, wo halt nichts gewesen ist. So, er grubbert hier gerade gut unter. Er macht schon die letzten Reihen hin und her Fahrten da. Ein bisschen Ecke hat er noch. Dann geht hier auch die Seemaschine an den Start. Das ist schon mal gut. Verkehr. Ui, das war aber ganz knapp. Da haben wir gerade noch eine Runde Glück gehabt, würde ich sagen. Durchaus nicht schlecht, dass das so glimpflich abgegangen ist, sag ich mal so. So. Gut, gut. Meine Vermutung ist wahrscheinlich richtig. Wir fahren jetzt schon mal hier auf den Streifen. Dann sind wir auf jeden Fall schon mal auf unserem Feld. Aber erst bei 94%. Also wir werden ihn gleich auf jeden Fall leer machen. Und dann erst mit ihm hier weiterfahren. Dafür ist das Feld zu groß und noch viel zu viel Arbeit da, dass wir hier die durchhängen lassen können.
Er soll den Spaß hier vernünftig machen. So, voll ist er. Gucken, auf welcher Seite steht er. Hier vorne gleich, das ist gut. Dann fahren wir mit ihm da nämlich hin. Die Bahnen sind ja wirklich nicht so super kurz, wie ihr seht. Und er hat bis hierhin natürlich auch schon Stroh gemacht, ne? Bis wir das nächste Mal da sind, dann haben wir schon fast eine Runde Stroh. Kann sein, dass wir dann mit dem Wagen tatsächlich schon voll sind. Dass wir schon einen vollen Wagen hier wegholen können. Wir werden jetzt auch kurz bis zum Ladenende hier bleiben, damit wir ihn zur Seite fahren können. Dann sind wir nämlich gleich wieder am Weg da. Das macht natürlich keinen Sinn. So, Ende der Route erreicht. Das ist okay. Da müssen wir uns dann auch noch drum kümmern. Das ist halt der Mist jetzt für die Düngerproduktion, damit hier auf jeden Fall wieder läuft. Und wir werden ja gleich die Düngerproduktion und die Silageproduktion wieder anschmeißen, weil wir hier anfangen mit dem Stroh zu arbeiten. Ja, dann muss ich aber leider sagen, dass die Folge trotzdem zu Ende ist. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen passenden Daumen da. Ich würde mich natürlich auch sehr über ein Abo freuen. Genau wie auch ein Teilen super wäre. Dann bedanke ich mich natürlich bei all denen, die mich schon die ganze Zeit unterstützen und sage dann, bis zum nächsten Mal.